Glückwunsch zum Sieg. Es war ein ganz durchwachsenes Spiel. Wie zufrieden bist du denn mit dem Spielverlauf? Ja, gut. Erstmal bin ich zufrieden, dass wir 3 Punkte geholt haben, dass unsere Festung hier hält. Wir sind jetzt seit 9 Heimspielen ungeschlagen hier im Versestadion. Das ist unsere Festung. Das wollten wir auch weiterhin haben, das haben wir gemacht. Erstmal so im Groben. Ne? 1-0, leider nur gewonnen. Wir hätten mehr Tore machen können. Dreimal Latte, einmal Pfosten. Klar, ist halt immer so ein bisschen gefährlich. Dann ist alles schon passiert. Aber letztendlich haben wir souverän die 3 Punkte geholt. Das letzte Spiel war ja nicht ganz so gut mit dem 0-4. Ja. Was hat sich heute verbessert? Ja, wir haben jetzt sauber runtergespielt. Wir haben sauber runtergespielt. Andersrum hat natürlich auch ein anderer Gegner als Oberhausen, die natürlich abgezockt sind, deswegen sind die auch Zweiter. Uerdingen wussten wir, dass sie Schwierigkeiten haben im Spielaufbau, wenn sie Druck bekommen. Und genau das wollten wir ausnutzen. Wir haben viele Torschancen gehabt, auch in der ersten Halbzeit. Du musst einfach früher auch den Sack zumachen. Ne? Ja. Zweite, dritte, vierte machen, dann machen wir noch was mit der Tordifferenz. Aber letztendlich sage ich, wir haben den Dreier geholt, halt okay. Der Plan mit Terrence im Sturm, ist der aufgegangen? Ja, wir wollten, deswegen haben wir Terrence geholt. Einen großen Kopfballstarken, der auch mal einen Gegner bindet. Hat er heute gut gemacht. Schade, dass sein Kopfball zweite Halbzeit nicht drin war oder zumindest aufs Tor kommt. War ordentlich. Genauso eine Variation wollten wir haben mit ihm, haben wir und hat ordentlich gespielt. Ja. Die erste Halbzeit war ja wirklich relativ durchwachsen. Wurde es in der Kabine ein bisschen lauter in der Halbzeit? Nee, überhaupt nicht. Wir haben ganz ruhig und sachlich analysiert, was war gut, was war weniger gut. Tafel nochmal raus, Taktiktafel, wie wollen wir den Gegner knacken letztendlich. Und so ist auch der Elfmeter entstanden. Da haben wir sauber gespielt, in die Schnittstellen rein und das hat letztendlich dann zum Sieg geführt. Und wie wichtig war der Sieg? Immer, Siege sind immer wichtig. Ja. Siege sind immer wichtig. Auf der einen Seite hält unsere Serie mit der Festung zu Hause. Andersrum haben wir, seitdem ich da bin, nicht einmal 2 Spiele hintereinander verloren. Und das haben wir auch diesmal geschafft. Vielen, vielen Dank. Ja, alles klar, gerne. Erstmal Glückwunsch zu eurem Sieg. Was hat der Trainer euch heute mitgegeben in der Kabine gerade noch? Ja, wir hatten es mitgegeben, dass wir heute 100% geben müssen, dass wir alles raushauen müssen, dass die letzten 4 Spiele von Uerdingen alle gut waren. Und ja, dass wir alles rauspoppen müssen und unsere Festung verteidigen müssen. Wir haben jetzt, ich glaube, 8 Spiele nicht mehr verloren gehabt zu Hause und wir wollten einfach die Serie ausbauen und das haben wir geschafft. Sehr gut. Wie zufrieden bist du mit eurer Entwicklung im Allgemeinen von den letzten Spielen bis heute? Sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, muss man sagen. Also heute der Dreier hat es dann nochmal gezeigt. Wir haben gegen Top-Teams gut gespielt, einen Ausrutscher gegen Oberhausen gehabt. Und ja, wichtig ist, dass wir gegen die unten punkten und das haben wir heute gemacht. Heute waren ja sehr viele Lattenschüsse, ganz, ganz viele liegen gelassene Chancen. Habt ihr noch an einen Sieg geglaubt? Ja, wir glauben immer an den Sieg. Also bis zur letzten Minute, wir haben Rödinghausen als Tor gemacht, wir haben in der letzten Minute den Ausgleich gemacht. Und wir wussten, solange das Spiel geht, solange können wir das Ding noch machen. Und ja, am Ende haben wir es auch gemacht. Sehr, sehr, danke schön. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.